Wir starten direkt weiter mit Part 2 von unserer geplanten Videoreihe. Ja. Wenn ihr das erste Video noch nicht gesehen habt, unbedingt ansehen. Link unten in der Infobox. Und wie wir ja schon im ersten Video angekündigt hatten, gibt es heute ein Part 2 von mir quasi. Aus der Sicht des Fotografen. Aus der Sicht des Fotografen von eurem Hochzeitstag. Ja. Wo starten wir? Jetzt müsstest du ja eigentlich Fragen stellen, ne? Die Reportagenummer übernehmen. Jetzt hätte man sich mal vorher Notizen machen können? Nee, machen wir nicht. Okay. Bestens vorbereitet. Läuft bei uns. Ja, Basti. Dann erzähl doch mal, wie das für dich gewesen ist, als du die Diagnose bekommen hast und gleichzeitig dann auch die Anfrage für unsere Hochzeit. Ja. Boah, jetzt muss ich erstmal so ein bisschen zurückspulen. Ist ja auch schon jetzt ein Weilchen her, ne? Ja, wie war das für mich, als ich das erfahren hatte? Also wie wir ja schon so im ersten Video halt auch, wie wir da erzählt haben, war es ja so, dass wir eigentlich schon generell ein Shooting geplant hatten, ja, ein Familienshooting. Familienshooting. Da warst du ja noch gesund, Anführungsstrichen. Indirekt, ja. Ja, also jedenfalls dachtest du es. Ja. Und dann hat sich ja eigentlich wirklich so auf der Minute an alles schlagartig verändert. Ja. Jetzt nicht nur für dich, sondern auch ja, quasi für mich, definitiv. Ja, ist für mich auf jeden Fall eine Welt zusammengebrochen. Man macht sich zuerst eigentlich nicht so wirklich Gedanken über den Tod, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, also ich hatte meine Zivildienstleist abgearbeitet, sag ich jetzt mal. Und da war so der erste Kontakt halt auch mit Älterwerden und Tod und dass man sich damit auseinandersetzt. Das war auch eine sehr gute Zeit, so am Rande, aber nicht in dem Alter. Und da muss ich schon sagen, ja, das hat auch mein Leben irgendwie so um insgesamt 180 Grad verändert. Man hinterfragt viel, ist das so momentan das richtige Leben, was man führt? Ist man glücklich? Wie lange lebt man noch? Solche Geschichten gehen da definitiv durch einen durch, ne? Und wie war das, als die Anfrage für die Hochzeit gekommen ist? Also ganz ehrlich, ich wollte eigentlich zuerst absagen. Das habe ich mir gedacht. Also erstmal war ich ja, oder bin ja auch so ein bisschen vorbelastet halt dadurch, dass wir uns ja auch schon so lange kennen. Ja. Wenn es jetzt irgendwie eine Anfrage gewesen wäre von einem Menschen, den ich jetzt nicht irgendwo einen Bezug, einen persönlichen hätte, dann wäre das nicht so das Problem gewesen. Aber natürlich gehen da einem tausend Dinge durch den Kopf, ne? Also wie wird der Tag, wie wird man selbst damit irgendwie zurechtkommen? Und das war schon, ja, wie gesagt, also zuerst wollte ich sagen, nee, mache ich nicht. Kann ich verstehen. Ja, und dann? Dann ist es, da habe ich ja erstmal ein paar Nächte drüber geschlafen. Ich habe sehr viel drüber geschlafen, habe viel drüber nachgedacht, wie gesagt, also erstmal mit der neuen Situation, dann halt auch mit der Situation, dass ich halt fotografieren darf, dass du mich da gerne als Fotograf bei haben möchtest. Und dann war eigentlich schon so nach den ersten Tagen irgendwie auch klar, so okay, ich muss das machen. Also nicht nur für dich, sondern auch für einfach, dich selber wahrscheinlich. Ja. Und dann war ja der Tag, der 27.09. 2019. Also ich schlafe ja generell immer sehr schlecht vor Hochzeiten. Das ist so immer so eine Grundaufregung. Das ist aber auch so, das brauche ich. Das ist gut so, dass ich die habe noch.
auch nach den ganzen insgesamt 6 Jahren, wo ich das jetzt so quasi mache. Aber da muss ich sagen, habe ich extrem schlecht geschlafen. Du sahst auch extrem schlecht aus den Morgen. Danke. Spaß. Ja, ich habe echt wenig geschlafen, ich habe schlecht geschlafen und es ging ja auch schon extrem früh hier los. Ja, das stimmt. 8 Uhr oder so. Also wir Mädels haben ja tatsächlich, ich glaube die ersten standen um 6 Uhr unter der Dusche. Ja, da bin ich glaube ich auch gerade aufgestanden. Meine Mama kam um 7:30, glaube ich, die ist als erstes geschminkt worden. Genau, und dann kamst du, ich glaube du kamst um 7:30. Du warst auch relativ früh da. Ich war früh da, ja. Du warst relativ früh da. Ja, müde auf jeden Fall. Die Augenringe hingen bis zum Knie. Aber ich habe gut gerochen. Das Parfüm saß auf jeden Fall. Wie war das für dich? Jetzt war das natürlich für uns, oder für die Mädels ist das natürlich für mich war das ein sehr intimer Moment. Ich habe natürlich ganz wichtige Menschen an diesem Morgen bei mir gehabt. Egal, ob das meine Mädels von Unique waren, die Carina, die Alina hattest du hier kennengelernt. Mhm. Die Nadine aus Bayern war hier, mit der ich meine Ausbildung damals gemacht habe. Meine Trauzeugin, die Kathi, die mich von der ersten Sekunde an unterstützt hat. Und meine Mama. Ja. Wie war das für dich, als du hier reingekommen bist? Weil hier war ja schon so ein bisschen geballt Liebe drinne. Also ich sag mal, dadurch, dass ich es da wirklich jedes Wochenende mache und halt auch immer, ich sag jetzt mal, dazukomme halt, wenn das Styling halt stattfindet und ich da auch in der Regel halt nicht viele Menschen kenne, im Endeffekt weil meistens halt vielleicht die Trauzeuge noch, aber sonst halt nur die Braut, ist halt immer auch wieder, jedes Wochenende, man trifft halt immer neue Menschen, ja. Ne? Gut, bei dir kannte ich ja schon so 1-2 Leute, bei dir kannte ich ja generell schon ein bisschen mehr Leute. Aber ich war halt schon sehr aufgeregt, was der Tag halt bringt. Also wie der Tag ablaufen wird. Nicht mal irgendwie hinsichtlich so, ob wir irgendwo Verspätung haben, wo der Zeitplan vielleicht nicht funktioniert etc., sondern generell über Emotionen, die man dann vielleicht nicht kontrollieren kann an dem Tag. Aber du hast dich ja ganz gut im Griff gehabt, ne? Ja, du hast vieles nicht gesehen. Das ist gut. Ja, dann hatten wir haben uns ja hier morgens fertig gemacht, haben nochmal einen Kaffee getrunken, ein Säckchen getrunken, ein Stück Brötchen gegessen, soweit man das hier überhaupt runterbekommen hat. Ja. Und dann ging es auch schon um, wann haben wir uns denn trauen lassen? 10.30 Uhr. Es ging extrem schnell hier war es eigentlich recht schnell vorbei. Wir sind zur Location. Ja, dann geht es zur Location. Ja gut, am Anfang ist man ja erstmal so ein bisschen als Hochzeitsfotograf ein bisschen abgelenkt. Man macht halt die klassischen Style-Shots, die Deko-Fotos halt, wie die ganze Atmosphäre halt schon halt da stattgefunden hat. Genau. Aber der besondere Moment findet ja dann quasi statt, wenn es dann zur Sache geht. Ne? Und dann kamst du ja rein mit deinem Vater. Hm. Und das war schon ein sehr bewegender Moment, muss ich sagen. Ne? Also ich denke mal nicht nur so für dich, sondern wirklich für alle Gäste. Naja, ich habe ja, für mich ist das natürlich als Braut von dem Papa reingeführt zu werden. Und das ist natürlich was ganz, ganz, ganz Schönes, womit ich niemals mehr in meinem Leben gerechnet hätte, dass dieser Moment überhaupt stattfindet. Es ist natürlich besonders. Ja. So alle Menschen, du gehst dann da lang und du blendest das ja auf einmal. Du siehst zwar so einzelne Gesichter, aber du nimmst nicht wahr, wer wo steht oder sitzt oder inwieweit die von den Emotionen selber überrannt werden. Man ist ja so auf sich selber konzentriert, nicht also die Paare umzukippen. Die Paare erzählen mir immer, man ist in so einem Tunnel. Ja, also man bekommt links und rechts gar nichts mit. Naja, so ein bisschen schon. Also ich jetzt. Aber ich glaube, ich war tatsächlich mehr auf meine Emotionen. Also wirklich, ich war innerlich kurz davor umzukippen, zu weinen, zu schreien. Das war ja sehr emotional. Ja. Aber alleine auch schon durch unsere Sängerin, die mit ihren Jungs also einfach das Manufaktum gefüllt hat mit ganz viel Liebe und Wärme. Und war traumhaft schön. Ja. Ja, und dann
ging es halt immer mehr halt zur Zeremonie über. Das Eingemachte. Das wurde ja dann von der Bürgermeisterin gemacht, hat sie auch wirklich sehr, sehr schön das gemacht, sehr emotional. Flossen ja dann auch wirklich sehr viele Tränen. Nee, gar nicht. Dann war noch die Rede von deinem Bruder. Ja. Mit Abstand, glaube ich, so mit der Trauung das Emotionalste. Ich glaube, das war mit Abstand das Traurigste. Also schönste, traurigste, emotionalste tatsächlich. Du sagst es halt, ne? Du triffst halt irgendwie auf den Punkt. Normalerweise so die Hochzeiten. Ich werde halt immer gefragt, warum fotografierst du so gerne Hochzeiten? Und ich sage halt immer als erstes so, weil ich es liebe, halt an einem Tag dabei zu sein, wo alle gut drauf sind. Mhm. Wo gute Laune ist und jeder hat einfach Lust, den Tag zu verbringen, mit dem Hochzeitspaar Party zu machen und es wird einfach gefeiert. Ne? Es ist einfach ein wunderschöner Tag. Bei euch war es auch so, aber... anders. Echt, ich habe halt noch nie so einen Tag erlebt, wo du emotional permanent in einer Achterbahn gesessen hast. Also das es ging wirklich, immer hoch und runter. Und obwohl du, ich sagen muss, dass das, also so war das jetzt mein Empfinden, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, dass die emotionalen Momente jetzt keine Momente waren, die da so ein tiefes Loch reingerissen haben. Also, oder emotional da irgendwie was... Also man hatte halt, also ich persönlich aus meiner Sicht, manchmal dachte ich, ich bin auf einer ganz normalen Hochzeit. Ich mache jetzt hier meinen Job und alle sind glücklich. Und dann waren halt wieder so Momente da, wo du ja damit wieder in die Realität geworfen wurdest, was halt auch einfach noch da ist. Und das war schon schwierig, damit zurechtzukommen. Ne? Also wie gesagt, halt dann die Rede von deinem Bruder halt, wo dann wirklich viele Tränen geflossen sind, das war halt dann wieder so ein Moment, weil davor die Trauung halt auch sehr viel gelacht wurde, wurde man halt dann quasi auch wieder nach unten geworfen und damit musste man erstmal zurechtkommen an so einem Tag, ne? Und wo man es halt wirklich, oder wo es halt wirklich richtig extrem war bei der Gratulation. Also normalerweise die Gratulation, ich liebe die Gratulation, das ist so mit Abstand eigentlich der Moment, wo wirklich gar nicht auf mich, auf den Hochzeitsfotografen geachtet wird und wo wirklich die Emotionen einfach komplett fließen, wo viel geweint wird, viel gelacht wird, und wo halt wirklich diese emotionalen Shots halt dann passieren, die ich halt einfach an der Hochzeitsfotografie so liebe, ne? Und bei euch war es halt auch wieder komplett anders. Man hatte Freudentränen, man hatte andere Tränen, wenn man halt drumherum geguckt hat, ich habe ja wirklich auch so von der ganzen Kulisse halt Fotos gemacht, halt, was ja auch drumherum halt passiert. Ne? Es waren wirklich viele Leute auch am Weinen, davon gibt es ja auch viele Fotos. Das muss man auch irgendwie erstmal auch irgendwie auf sich wirken lassen und verarbeiten halt in der Situation. Ne? Also man fotografiert jetzt... nicht gerade nur einen schönen Moment, sondern auch, man fotografiert gerade und man drückt auf den Auslöser und Menschen weinen und Menschen geht es eigentlich in der Situation nicht so gut. Ja. Und das ist auch schwierig. Hast du Taschentücher selber gebraucht? Nee. Was? Nee. Alles trocken geblieben. Guck mal, bei mir nicht. Aber ich muss sagen, ich hatte da ein paar Tage danach noch so emotional echt zu kämpfen, so mit dem Tag. Es hat sehr lange gedauert, dass ich das so verarbeitet habe, komplett. Weil halt so viele Emotionen, also wie gesagt, es war eine komplette Achterbahn, was du zuvor in deinem Leben noch nie erlebt hast. Normalerweise konfrontiert dich das Leben immer mit positiven und negativen Geschichten und du hast eine gewisse Zeit, traurig zu sein und du hast eine gewisse Zeit, fröhlich zu sein. Und an diesem Tag war das im Minuten-Sekundentakt im Wechsel. Und das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte, das kennenzulernen. Also es war eine unglaublich emotional mega krasse Erfahrung für mich, weil ich das vorher halt noch nie erlebt habe. Aber ich musste auch wirklich, oder es hat wirklich ein paar Tage gedauert, um das irgendwie auch irgendwie zu verarbeiten. Den Tag. Ja. Vor allem emotional, technisch. Ich meine, es war ja auch sehr viel.
Wir hatten ja nach der Trauung, als wir rausgegangen sind, das hat man ja im Video schon erzählt, die Feuerwehr hat uns überrascht, die Familie mit Taubenfliegen. Danach hatten wir ja drinnen in der Location nochmal ein Fotoshooting mit Familie und wir als Brautpaar. Was ja auch super lustig war. Ne? Total, also das war wirklich sehr lustig. Ich versuche das Fotoshooting ja immer sehr lustig zu halten, halt, dass auch nicht viel Langeweile dann entsteht. Weil ja. Es ist ja auch immer viel Warten halt dann für die Leute, die jetzt gerade nicht an der Reihe sind. Aber ich versuche das wirklich immer sehr irgendwie ein bisschen aufzupeppen halt. Ne? Und wir haben ja da auch sehr viel gelacht. War eine gute Stimmung. Total, halt, ne? Die Stimmung war super. Die erste Party quasi an dem Tag. Ja. Ja, und dann sind wir ja wieder raus. Und wir sind ja mit der Pferdekutsche weggefahren. Und ja. Du bist, glaube ich... Ich bin direkt hier hingefahren. Genau, du warst direkt hier. Stimmt, und die Nadine ist noch mal woanders hingefahren, ja. Wegen ihrem Auto. Ja, genau. Und dann direkt hier, aber da wart ihr dann auch schon da. Genau, stimmt. Stimmt. Ja. Und dann war ja erstmal hier so ein bisschen Siesta. Es war auch gut, muss ich sagen, weil man konnte es auf jeden Fall erstmal so ein bisschen sacken lassen. Wir haben ja dann auch viel hier so miteinander gesprochen halt mit den Leuten, die halt auch hier waren. Das tat auf jeden Fall auch gut. Einfach mal über diese ganze Gesamtsituation mal zu reden, halt emotional, technisch halt, definitiv. Das hat richtig gut getan. Und ich glaube, auch für die Gäste war das ganz gut, dass sie halt dann nochmal so eine kleine Pause für sich auch hatten, dann zu Hause bei den Liebsten dann irgendwie nochmal für sich. Ja, ne? Einfach nochmal so einen Moment durchatmen, ne? Ja. Und die Emotion vom Vormittag nochmal so ein bisschen für sich verarbeiten. Ja. Ich glaube auch, dass diese Pause, die wir hatten, wahnsinnig, wahnsinnig gut war. Also ich habe ja. Die Pause ja anders genutzt. Ich musste noch zum Piercer zwischendrin, weil mir mein Ohr wahnsinnig weh getan hat. Wir haben unsere Schritte vom Hochzeitstanz nochmal geübt. Also wir haben die Pause anders genutzt. Ja. Aber ich muss sagen, dass trotzdem, dass das, es war perfekt. Ja. Und die war ja auch nicht lang. Um 17 Uhr waren wir schon wieder in der Location und wir waren um 14 Uhr hier, 14:30 Uhr. Ja, ich glaube so 2 Stunden maximal. Ja, das war nicht viel, irgendwie. Ne? Ja, wir haben noch irgendwas gegessen und ja. Wie gesagt, viel unterhalten. Und dann ging es halt zur Location. Ja, dann haben wir da das Paar-Shooting gemacht, kurz und knackig, bei traumhaft schönem Wetter. Hat auch gereicht, es war super. Ja, haben wir eine schöne Mischung auf jeden Fall an Fotos gehabt. Könnt ihr auf jeden Fall auch auf dem Blog halt sehen. Und ja, da ging es dann später wieder zur Sache. Dann die erste Rede von deinem Vater. Hm. Ich habe versucht, mich emotional darauf vorzubereiten. Geht nicht. Nee. Hat er schon freie Schnauze rausgehauen, so wie er halt ist. Aber ja. Er hat es echt auch mit Gefühlen verpackt. Ja, auf seine Art und Weise ja. Halt, ne? Ja. Das war sehr tiefsinnig, sehr emotional, ja. Da flossen dann auch wieder so die nächsten Tränen bei vielen Gästen. Ja. Ich glaube, dann ging es zum Essen. Ja, die Hochzeitssuppe, die am Tisch serviert wurde und ich am Buffet. Richtig. Stimmt, dann haben wir gegessen, ja. Ich glaube, dann kamen nochmal 2 Reden, ne? Genau, der Onkel von Andy hat eine Rede vorgelesen ja. Und... von seinem Trauzeugen. Der auch, Hendrik, ne? Genau. Der Hendrik hat erst das Wort an Andy gerichtet und danach nochmal persönlich an mich. War auch eine super schöne Rede. Großartig, die Rede. Ja. Ja, und dann war der Hochzeitstanz, meine ich, ne? Und dann wurde ein bisschen gefeiert und dann war ein kleiner Break. Für uns, ja. Ja, und dann wurde hier so die, ich glaube, das mit Abstand eines der größten Highlights dann von dem Tag dann vorbereitet. Mhm. Wo ich dann halt auch wusste, das wird auf jeden Fall gleich wieder... sehr emotional. Ja. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich an diesen Moment denke. Mhm. Das, ja, war krass. Wie war das für dich? Ja, wie war das? Also ich habe das ja... Du bist ja auch, dadurch, dass du ja auf vielen Hochzeiten bist und du siehst ja, wenn die Trauzeugen, die Familie sich für die Brautpaare was einfallen lassen, das ist ja egal, ob das Spiele sind oder es gibt immer so kleine Überraschungen noch. Ja.
Klar, es gibt erstmal, man muss das halt so ein bisschen unterscheiden, es gibt halt so die Standardgeschichten halt, ne, die so ein bisschen vielleicht in Anführungsstrichen dann auch so zum Rahmenprogramm einer Hochzeit gehören. Mhm. Dann gibt es halt nochmal eine oder Überraschungen, die, ja, ich sag jetzt mal schon mehr Hintergrund halt haben, die irgendwie persönlicher sind, wo das Hochzeitspaar dann schon sehr krassen Bezug halt dann auch haben zu der Überraschung. Das ist natürlich dann schon wieder für den Fotografen, für mich halt immer sowas liebig, weil das dann halt wirklich immer sehr viel mit Emotionen verbunden ist halt. Ne? Dann, das sind halt auch wieder so Momente, wo dann halt auch viel gelacht wird, viel geweint halt, aber vor Freude. Mm. Ja, und dann gab es das bei euch. Bitte. Ja. Wo halt auch viel, ja, viel gelacht wurde. Ne? Du warst ja überwältigt, du warst ja mega happy. Ja. Als du da den Also für mich war das tatsächlich der Moment, der erste Moment, wo du so die Krankheit wieder im Kopf hattest. Also ich habe es tatsächlich den ganzen Tag über richtig gut ausblenden können. Für mich war das eine Hochzeit wie jede andere. Ich war eine Braut wie jede andere. Aber als ich da saß und die Stimme gehört habe, war das für mich... Man muss ja dazu sagen, das Lied hatte ich auch schon die ganze Zeit halt begleitet. Ne? Definitiv. Ja. Und ja, kann man, denke ich mal, dass dich das... Das war so... Also ich weiß auch so, der erste Blick halt, du konntest halt nicht fassen, dass er jetzt da steht. Ich habe mich gefühlt mit 5 Minuten nur mit dem Mund auch so. Ja. Und danach hast du, glaube ich, dann wirklich realisiert, so da kamen dann diese ganzen Gefühle und Emotionen halt hoch. Ja. Ne? Die ganze Zeit. Und das war, glaube ich, dann auch immer so hin und her. Ne? Du hast dich halt gefreut und dann kamen wieder andere Tränen zum Vorschein. Ich meine, ich muss auch dazu, der hat natürlich auch Lieder hingeschmettert, die, oh mein Gott, die gehen einfach so durch und durch unter die Haut. Und es sind natürlich auch Lieder, die man im Hinterkopf schon hatte oder die einen begleiten. Also wenn ich überlege, klar, Lauf, Baby, Lauf ist, ja, mein, ich kann es immer wieder so sagen, mein Krebslied. Dann hat er Starke Schulter gesungen. Was, oh mein Gott, es ist ein so schönes Lied. Dann hat er von Sarah Connor Wie schön du bist gesungen. Und das sind so Lieder, da habe ich auch Verbindung zu. Weil ich war damals, als ich im 3. Monat schwanger war, mit meiner Schwägerin, mit meiner Cousine, auf dem Sarah Connor Konzert in Bielefeld. Und dieses Lied, finde ich, hat einfach so wahnsinnig viel Tiefe. Hm. Und dann kam noch das Lied Ocean. Da war vorbei. Da habe ich dann nur noch geheult, weil das so tiefsinnig gewesen ist. Und ganz zum Schluss Auf uns von Andreas Burani. Und das ist so das Kneider-Familienlied. Also das ist so das Hochzeitslied von meinem Bruder. Hm. Stimmt, ja. Das sind die Lieder, die meine Neffen mitsingen können. Und das ist so... Ja, es waren einfach alle Lieder vollgepackt mit Liebe. Und... ja, Emotionen, Liebe, aber auch Trauer. Alles, ne? Alles war in diesem Moment. Ja. Ja, so habe ich das auch wahrgenommen. Also es war nicht immer leicht, da irgendwie groß zu fotografieren, weil man war wirklich hin und her gerissen. Ne? Es haben wirklich sehr viele auch geweint. Ich glaube fast alle. Ja. Ja, also ich, außer die ganz harten Männer natürlich, ne? Diese richtig gestandenen Männer, die nicht. Aber man hat auch, selbst bei denen halt, also man sieht es halt im Gesicht, ne, dass das nicht an einem spurlos vorbeigeht, halt, ne, was da gerade passiert. Und war mit Abstand so neben der Gratulation wirklich ein sehr emotionaler Moment. Ja, auch für mich. Danach, wo das dann, das Live-Konzert dann vorbei war, das muss man da, das weiß ich noch so, habe ich erstmal durchgeatmet. Paar Mal. Also ich war echt ziemlich fertig, musste halt auch erstmal wieder irgendwie versuchen sacken zu lassen. Puh, das war schon hart. Ja, das
ich bin ja noch mit den Jungs beten gegangen. Hm, stimmt. Das war so ein Moment, wo bei mir halt einfach wahnsinnig viel Ruhe reinkam, den Abend dann. Ja, aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich meine, du hast auch nicht still gesessen, ne? Ich habe gesagt, jetzt leg die Kamera weg, nee, und hab einfach Spaß und genieß also den Abend. Also du warst ja, nein, auf gar keinen Fall. Ja, wenn ich irgendwie einen Moment oder ein Motiv sehe, dann muss ich das fotografieren, genau. Weil sonst, das könnte ich selbst mit mir nicht vereinbaren. Also das muss ich einfach. Von daher muss ich dann halt, das ist halt auch immer so, wenn ich halt manchmal Hochzeiten von Freunden halt fotografiere und die sagen halt, ab einem gewissen Moment kannst du die Kamera weglegen, das funktioniert irgendwie nicht, ne? Weil du halt wirklich davor halt in dem Job drin warst oder halt, ja, in dem Job halt drin warst. Switch zu finden wahrscheinlich, ja, ist schwierig, ne? Und wenn du dann wirklich mal die Kamera so weglegst, dann siehst du halt wieder irgendwelche Momente, irgendwelche Emotionen, wo du sagst, boah, jetzt, ich brauche meine Kamera, ich muss das festhalten irgendwie für die Ewigkeit, ne? ich muss das jetzt. Und das ist halt irgendwie auch so ein Zwang halt, wenn ich wirklich das so sehe. Es ist auch ganz oft, wenn ich irgendwie spazieren gehe oder durch die Stadt gehe und ich sehe da halt einen Moment, der da gerade stattfindet und ich sehe dieses Foto so vor mir, dann denke ich mir so in dem Moment, boah, ich brauche meine Kamera, ich muss davon gerade ein Foto machen. Ja, ne? Ich ziehe das iPhone. Ja, aber das macht auch sehr schöne Bilder. Das ist, weiß ich nicht, das ist in mir. Also ich muss halt immer Emotionen und Momente irgendwie festhalten. Und so war das ja irgendwie auch bei euch die ganze Zeit, ne? Also ich finde das immer ganz schlimm, wenn ich auf einer Hochzeit bin, wo nichts stattfindet. Wo man wirklich gar nichts irgendwie fotografieren kann. Das ist immer für mich ein ganz großer Grau, weil ja, ich halt irgendwie es so liebe, wenn diese kleinen Details wahrscheinlich, ja, ne? Wenn halt Dinge irgendwie, also ich sag immer, so einen Moment, den ich fotografiere, das ist wie ein Film, der stattfindet. Das ist immer quasi so die Einleitung und dann kommt der Höhepunkt, quasi der Shot, und danach geht die Geschichte, beziehungsweise geht es dann wieder zum Ende und dieser Moment verfliegt dann wieder. Und das ist halt total spannend für mich, das so zu sehen, halt, wenn ein Moment beginnt und dann mache ich mich schon so ein bisschen, bereite ich mich schon mal ein bisschen darauf vor, dass jetzt gleich da der Shot quasi passieren wird. Ganz schlimm ist es halt auch, das kennt man vielleicht auch aus Filmen, wenn man halt irgendwas erwartet und es findet nicht statt. Das gibt es auch ganz viel. Ja, ne? Der Moment wird halt durch irgendeinen Einfluss halt gebrochen und dieser Shot findet halt nicht statt. Das ist ein ganz schlimmer Moment für mich, weil ich mich dann selbst halt darüber ärgere, dass das halt nicht stattgefunden hat. Passiert halt auch ganz viel, ganz klar. Aber umso mehr freut es mich halt dann, wenn es dann wirklich wenn ich halt diesen Shot setzen kann. Und die Situation halt oder dieser Moment halt dann verfliegt, aber du hast ihn dann ja für immer festgehalten. Ja, und das ist halt auch so der Moment an der Reportagefotografie, den ich halt über alles liebe, ne? Halt so diese ganzen Emotionen festzuhalten, die dann wirklich auch passieren. Und einen Tag später habe ich euch ja die ersten Fotos zukommen lassen. Ja, richtig. Da habe ich ja auch, ich habe das dann in die WhatsApp-Gruppe dann halt auch gepostet. Ne, ja, da kam ja wahnsinnig schnell Feedback. Das war unfassbar. Also ich habe so viele private Nachrichten dann auch erhalten. Ne? Wirklich nur danke, dass du das gemacht hast. Unfassbar schöne Fotos. Ich glaube, keiner wusste ja auch so genau, wer ich bin so. Ne? Nee. Irgendwie kam das so rüber, ja, das ist irgendwie ein Bekannter, der macht jetzt irgendwie so nebenbei Fotos. Also wirklich, es haben mir so viele Menschen geschrieben, die gesagt haben, boah, was sind das für Fotos, krass, und schon am nächsten Tag und unfassbar. Ich hatte da wirklich eine Gänsehaut, ne? Es ist ja so, dass ich meinen ganzen Hochzeitsplan halt immer einen Tag danach halt schon sehr, sehr viele Fotos halt auch schon bearbeite, so einen kleinen Einblick halt in den Tag halt zuschicke. Und natürlich kriegt man dann Feedback, ne? Und die sind überaus dankbar halt dafür, ne? Also unfassbar dankbar. Aber ich war das halt natürlich nicht jetzt nur von euch, sondern halt wirklich von fast allen Listen habe ich Nachrichten erhalten, ne? Also unfassbar.
auf der einen Seite beim Bearbeiten beziehungsweise am nächsten Tag dann das Sichten der Fotos war auch wieder eine emotionale Achterbahn, ne? Weil ich ja schon, also mein großes Ziel oder mein größtes Ziel immer bei der Hochzeitsfotografie ist ja, dass ich wirklich die Momente, die Emotionen so festhalte, dass mir Paare halt auch Jahre später schreiben, an ihrem Hochzeitstag, Basti, wir danke, schauen... wir denken an den Tag zurück, wir schauen uns deine Fotos an, ja. Wir schauen uns gerade deine Fotos an und wir fühlen, wir sind komplett wieder in den Tag versetzt, wie vor ein paar Jahren. Und das ist ja so auch mein Ziel, meine Philosophie halt hinter der ganzen Fotografie, ne? Und das habe ich diesmal am eigenen Leib feststellen müssen. Also das ist ja das, wo wir uns auch drüber unterhalten haben. Ne? Das ist für mich kam, das hatte ich ja im letzten Video schon gesagt, einfach kein anderer Fotograf in Frage, weil es an so einem Tag darum geht, Erinnerungen zu schaffen. Erinnerungen für die Ewigkeit. Es wird der Tag kommen, wo ich nicht mehr da bin. Und ich habe gesagt, für mich muss es nicht die Traumhochzeit sein. In meinem Endeffekt ist es trotzdem so geworden, aber war unfassbar. Ich wollte einen Tag haben, wo mein Kind, wenn er irgendwann das Alter hat, sich die Fotos anguckt und sagt, was für ein Tag. Der ist mit 3, hat der ja nicht die Erinnerung wie jetzt die Erwachsenen, wie meine Mama, meine Geschwister. Aber ich wollte damit eigentlich Fotos oder Erinnerungen schaffen, wo mein Kind dann irgendwann da sitzt und sagen kann, das ist meine Mama. Hm. Das ist meine Löwin, die für mich kämpft bis zum geht nicht mehr. Und egal welches Foto du dir anguckst, egal ob das die paar Fotos sind, die ich mit dem Handy habe, da sind ja Fotos bei, da... Ich finde am besten die Lachfotos am Ende. Ja, super lustig. Die sind auch auf dem Blog zu sehen. Ja. Einfach, also das Emotionale, was du aufgefangen hast, du siehst auf so vielen Bildern wirklich so die einzelnen Tränen, die Wange runterlaufen, diese festen Griffe, die. Und es ist egal gewesen. Es ist allen egal gewesen, ob geweint wurde, gelacht wurde, wie auch immer. Es konnte jeder so sein, wie er ist, und die Emotionen konnten einfach fließen. Es war jedem egal, ob das Make-up noch gesessen hat, ob die meine Wimpern, die flatterten hier so im Wind. Mein Make-up sah nach der Wünschung nicht mehr so aus wie vorher. Man hat irgendwie aber auch gemerkt, selbst als Außenstehender oder als Fotograf, dass die Menschen einfach diesen Tag so sehr genießen. Ja. Ne, jetzt mit allen Facetten, sei es jetzt fröhliche Momente, traurige Momente. Jeder Einzelne, der war einfach happy, dabei zu sein. Das hast du halt voll gemerkt. Also das sieht man auf den Fotos, aber selbst auch wenn du an dem Tag dabei warst, du hast das einfach gespürt. Ne? Es war da nie irgendjemand, der gesagt hat, boah, lass den Tanz endlich sein, dann kann ich wieder nach Hause. Gar nicht, ne? Also jeder hatte einfach so unfassbar Lust auf diesen Tag mit allem, was dazugehört. Ne? Und das war ja auch genauso wie bei mir. Ich normalerweise fahre ich halt mit keiner großen Erwartung in dem Sinne zu einer Hochzeit, sondern ich lasse den Tag einfach passieren. Auf dich zukommen. Ja. Was passiert, und auf jeder Hochzeit passieren Dinge. Und ich sage halt auch immer zu den Hochzeitspaaren, macht euch nicht zu sehr verrückt. Lasst den Tag einfach geschehen. Ne? Bei euch war es jetzt so, dass man schon versucht, irgendwie einen Plan zu schmieden, wie man mit verschiedenen Situationen umgehen wird, wenn sie stattfinden sollten. Hat gut geklappt. Ne? Nicht. Nicht. Ja, es war perfekt. Definitiv, ja. Also ich kann es auch, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, wenn ein Hochzeitsfotograf oder ein Paarshooting stattfindet oder ein Familienshooting, also alles, was gerade mit Emotionen zu tun hat, wo es wirklich um Gefühle geht, um Gänsehaut, um Tränen, um Freude, um Erinnerung für die Ewigkeit, dann
das kann ich jetzt nur aus meiner Sicht sagen. Ich denke mal, alle anderen Brautpaare würden das bestätigen. Würde tatsächlich, egal was wir planen, für mich kommst nur noch du in Frage. Das freut mich. Irgendwann gibt es ja noch das Geschwistershooting. Stimmt, steht auch noch an. Deswegen, also wenn ein Fotograf, dann tatsächlich nur du. Ja, und das höre ich halt öfters. Und ja, nein, also ich fasse das jetzt nicht irgendwie so oder... Aber es ist ja wirklich so. Du hast mich freut das, mich freut das auch über die ganzen Komplimente und dass ich halt auch so weiterempfohlen werde und dass ich auch mittlerweile halt seit den letzten Jahren halt immer sehr, sehr viele alte Gesichter auf Hochzeiten wieder treffe, ne, die mich da irgendwie dann empfohlen haben und im Freundeskreis und ja, wenn du Fotos, dann auf jeden Fall bei Basti. Das freut mich natürlich, aber ich bin halt so ein Mensch, ich bin die ganze Zeit immer selbst an mir am Arbeiten, nichts ist gut genug, ich versuche mich immer weiterzuentwickeln, aber natürlich freut es mich unfassbar, ne, wenn man halt ein Kompliment bekommt und sagt, ey, die Fotos, das ist der Wahnsinn, ne? Dann weißt du, okay, du hast einen mega Job gemacht, auch wenn er teilweise sehr stressig, sehr anstrengend ist. Ne? Bei euch der ganze Tag 14, 16 Stunden. Ja, der war klar. Ja. Man hat die ganze Zeit die Kamera, man die Ausrüstung, man ist immer sehr, sehr viel oder sehr lange sehr konzentriert. So der Sonntag und der Montag, man ist da schon Pause. Sehr groggy, ne? Aber stimmt. Wenn man es nicht, oder ich könnte das nicht machen, wenn ich es nicht lieben würde. Dann könnte ich den Job nicht machen. Und, da sind wir halt wieder bei der Liebe zum Detail, ne? Ja. Und ich glaube, das ist halt auch in allen Dingen im Leben, dass du halt, du musst das machen, was du liebst. Und alles andere macht dich krank, das ist nebensächlich, ne? Also von daher, das war auch immer so mein Antrieb. Ich habe immer das gemacht, was ich liebe und wo ich dran Spaß habe. Und wenn eine Zeit gekommen ist, wo ich keine Freude mehr dran habe, dann habe ich gesagt, okay, das schiebe ich jetzt zur Seite. Vielleicht kommt wieder irgendwann die Zeit, wo es mir Spaß bereiten wird. Aber so ist das Leben, ne? Also das Leben verändert sich die ganze Zeit. Kontinuierlich, ja. Jede Sekunde. Man verändert sich halt auch, ne? Und das war halt auch der Grund, warum ich damals halt auch mit den Hochzeiten angefangen habe. Ne? Ich habe meine erste Hochzeit im Freundeskreis fotografiert und ich habe gesagt, wie geil. Also das hat mir halt so einen Spaß gemacht und jetzt seit 6 Jahren habe ich halt unfassbaren Spaß daran. Und ich sage halt auch zu meinem Brautpaar, wenn irgendwann der Moment kommen sollte, wo es mir keinen Spaß mehr macht, dann würde ich aufhören. Weil dann sieht man das auch auf den Bildern. Dann wird es man sehen und dann werden die Paare auch irgendwann nicht mehr happy, ne? In dem Sinne. Weil das bekomme ich halt auch so viel oder so oft als Feedback halt. Ja, man sieht halt einfach, mit welcher Leidenschaft du an dem Tag dabei bist. Ne? Das erzählen mir halt auch so viele Paare oder halt auch Gäste, ne? Die halt dann, Gäste sind ja halt auch eine sehr strenge Regie. Oh ja. Und die dann halt auch ein Feedback halt an dem Hochzeitspaar dann halt auch weiterleiten. Und das war halt auch immer, ne? Das Hochzeitspaar ist halt auch sehr, sehr wichtig, Feedback zu erhalten. Und da sagen halt auch viele Paare, ey, die Gäste, die waren so happy mit dir. Man hat, die Gäste haben halt gemerkt, dass du das halt aus purer Leidenschaft machst, weil du daran Freude hast, dass, an dem, was du tust, ne? Mhm. Und da sind wir halt, wie du so schön schon sagtest, wie schön du es schon gesagt hast, man muss immer das machen, was man liebt. Ja. Und ich glaube, das ist ein schönes Abschlusswort. Ja. Und wir bedanken uns auf jeden Fall für das Wiedereinschalten, für Part 2. Und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss. Diesmal kein Peace. Peace. Soll ich euch mal die wunderschöne Tasse zeigen von unserem Morgenbuschel? Ja. Basti ist ein Morgenbuschel. Für mich ist das nichts. Für mich ist das nichts.